Willkommen zum Vorspiel bei Viktoria Köln vor der englischen Woche mit dem morgigen Auswärtsspiel am Dienstag bei Borussia Dortmund 2 um 19 Uhr in Wuppertal. Hallo Olaf Janssen. Ja, hallo zusammen. Olaf, knackiger Endspurt, noch eine englische Woche, dann war es das schon mit dem Drittliga-Jahr aufgrund der WM. Aber die Viktoria scheint gut gerüstet nach den letzten beiden Spielen. Ja klar, sind wir natürlich super glücklich und super zufrieden, ne, mit den wirklich beiden schweren Spielen gegen Ingolstadt und Aue, dass wir da so ein bisschen den Turnaround geschafft haben. Ich finde nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Art und Weise, muss ich sagen, präsentiert die Mannschaft sich sehr gut. Und ja, gefühlt haben wir leider nur noch zwei Spiele. Könnte ruhig noch ein bisschen länger gehen, die Hinrunde, aber wie du ja schon gesagt hast und bekannt ist, hat uns da eine Weltmeisterschaft im Winter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt geht's morgen zu Borussia Dortmund 2. Die jetzt abgesehen von der jüngsten Niederlage in Elversberg eigentlich auch auf einem sehr guten Weg waren. 4-0 gespielt, 3-mal gewonnen. Was erwartest du? Ein Spiel auf Augenhöhe? Ja, also letzten 7 Spiele 14 Punkte, das sind 2 im Schnitt. Also das ist mit Ligaspitze. Von daher ja, haben sie sich gefangen, haben eine sehr durchwachsene Anfangsphase gehabt in der Saison. Bekanntlicherweise standen ganz unten und haben sich gefangen. Und ich denke auch bekannt, dass Dortmund natürlich ja von den Einzelspielern her über eine hohe Qualität verfügt. Klar, eine sehr junge Mannschaft, logischerweise, aber eben auch wirklich mit Jungs, die die Spiele entscheiden können. Und das haben sie auch in den letzten Wochen bewiesen. Also von daher erwartet uns dann in Wuppertal gegen Dortmund 2 auf jeden Fall ja, eine harte Nuss. Aber deine Mannschaft hat auch bewiesen, dass sie es kann. Nun ist der Kader gefühlt so gut besetzt wie noch nie. Hast du da die Qual der Wahl als Trainer? Ist das ein Luxusproblem? Sontheimer kommt zurück nach Gelbsperre, nur noch 2 Langzeitverletzte. Ja, auf jeden Fall ist das, wenn ich denke, so die Zeit, wo ich hier bin, gute 1,5 Jahre, war es noch nie so, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Wir hatten immer so eine lange Liste eigentlich an Verletzten und Ausfällen, dass wir die gar nicht vorgelesen haben. Und von daher, ja, ist es die Qual der Wahl. Aber ich denke, das ist auch ein Teil der Wahrheit, warum die Mannschaft auch so gut in Schuss ist, weil wir natürlich dann jetzt auch einen ganz anderen Konkurrenzkampf haben innerhalb der Truppe. Und das braucht jeder, den Antrieb, dass ich weiß, ja, wenn ich meine Leistung nicht bringe, ist mein Nebenmann da, der wartet schon drauf. Trotzdem gehen die Jungs damit gut um. Und ja, wollen wir mal sehen, was mir bis morgen einfällt. Du sagst, die Jungs gehen gut damit um. Wie hält man die Jungs bei Laune, die man ein bisschen enttäuschen muss? Sei es nicht in der Startelf, sei es sogar nicht im Kader? Ja, also ich sag mal so, ist ja auch Teil des Spiels. Ne? Also das werde ich nicht verändern können. Das heißt, 11 spielen am Ende und der Rest sitzt draußen. Und beim Kader von fast 30 Spielern reden wir dann von 20, die nicht in der Startelf stehen. Ne? Also das ist schon ein Stück weit Normalität für einen Bundesliga-Profi. Auch in der dritten Liga, dass ich eben Konkurrenz habe und dass ich mich immer beweisen muss. Und von daher, ja, also brauche ich mir jetzt keine großen Gedanken machen über die Jungs, die jetzt nicht spielen, sondern ich sehe es ja im Training, die haben eine gute Ausstrahlung, weil es ist auch so, dass gerade die Jungs, die nicht in der Startelf stehen, die nicht im Kader sind, mit ihrer Ausstrahlung, so wie sie mit der Sache umgehen, großen Einfluss auf das haben, was nämlich am Wochenende tatsächlich auf dem Platz passiert, weil da geht es ja auch um Atmosphäre innerhalb einer Truppe. Ne? Und da muss ich sagen, ja, fühlt sich das für mich als Trainer gut an. Die Jungs gehen damit gut um und machen keine Anstalten, dass ich mir jetzt da große Sorgen machen muss. Atmosphäre ist auch ein Stichwort, möglicherweise in Wuppertal, wo wahrscheinlich nicht so eine prickelnde Atmosphäre herrschen wird. Gegen Ferl kamen 500 Zuschauer. Morgen spielt die erste vom BVB auch parallel im Fernsehen in Wolfsburg. Was erwartest du da für eine Atmosphäre? Ja, auch das ist ein Stück weit Normalität in der dritten Liga. Du spielst dann mal vor 10, 15, 20.000 Zuschauern im ausverkauften Haus und mal, wie du gerade gesagt hast, vor 500, aus welchen Gründen dann auch immer, in dem Fall klar, ne, BVB 2 und dann noch in einem fremden Stadion. Ne, das ist klar, die erste Mannschaft spielt zeitgleich, dann sind halt weniger Leute im Stadion, aber das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Ich denke jetzt an Ferl. Ich glaube, in Ferl waren es auch nur ein paar hundert. Also ich glaube 800, 900. Also von daher, im Prinzip ist es ja auch so, das Spiel findet zwischen den Linien statt. Und da sind meine Jungs fokussiert. Und da ist es wichtig. Natürlich fühlt sich das noch ein Stück weit besser oder anders an, wenn du ein volles Stadion hast. Aber das haben wir nicht und darauf sind wir eingestellt. Dann wünschen wir viel Glück und viel Erfolg zwischen den Linien. Dienstagabend in Wuppertal gegen Dortmund. Viel Erfolg, Olaf Janssen. Ja, vielen Dank und tschüss zusammen.